Leck, hallo und willkommen zurück bei Palworld. Ich muss gerade mal die Waffe reparieren und dann fangen wir direkt mit den Kommentaren an. Ach ja, ich kann Waffen nicht reparieren, weil ich Eisen brauche. Was ist denn hier mit dem neuen Ofen los? Ah, hier. Zack, jetzt kann ich. So. Reparieren. Jetzt fehlt mir noch Stoff und wieder Metallbarren. Und Palladium. Okay, Palladium können wir aber erstmal holen. So, dann gehen wir mal auf die Kommentare ein. Ich muss gerade mal gucken. Ja, was arbeitet er denn? Holzfällen 3, okay. Feuererzeugung 2. Der hat dieser Purpurblitz. Egal, Kommentare. Dinorm hat geschrieben. Das Reittier erinnert mich an Yoshi von Super Mario. Ach, das war... Ich meine, du meinst... Habe ich nicht mehr dabei, ne? Das Pflanzenviech, ne? Ich meine, du meinst das. Was leuchtet? Achso, das ist der Teleport. So. Was ist eigentlich das Ziel in dem Spiel? Ich nehme an, das Spiel selbst ist ein Survival-Game, oder? Was konkret nimmst du dir vor? Also ich weiß nicht, ob das Spiel im Early Access jetzt schon eine wirkliche Hauptstory mit Ziel hat. Ich denke, das Spiel macht das Ziel, dass man diese Türme alle erobern muss. Ich denke, das ist eins der Ziele. Was für mich eher ein Ziel ist, ist es, alle Pals zu fangen. Das ist so mein Ziel. Dass ich zumindest jedes Pal einmal habe. Ob ich das auch schaffe oder nicht, weiß ich nicht, ne? Vielleicht habe ich ja irgendwann keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich weiß es nicht. Aber ja, im Prinzip ist es wie ein Survival-Game. Ich meine, Ark hat ja auch ein Ziel. Habe ich auch nie gespielt. Na, da muss man, glaube ich, ja diese Hauptbosse killen. Und dann theoretisch auf eine andere Map. Mal gucken. So, weiter im Text. Welche von denen, die du besitzt, sind deine Lieblingspals? Ja, Sekunde. Ich gehe mal auf alle ein. So, am Anfang finde ich eigentlich hier diesen, den Fox Park finde ich richtig cool, wegen dem Flammenwerfer. Diesen Kativa ist ein sehr geiler Starter für die Basis. Aber was ich jetzt so vom Gameplay, also so in meinem Team richtig cool finde, ist, wenn ich ihn finde, den hier finde ich optisch ganz cool. Habe ich aber nicht drin. Optisch finde ich auch den Samurai cool, den wir gerade draußen haben. Also den finde ich bis jetzt auch ziemlich cool. Ich finde, der sieht auch ganz schick aus. Den finde ich cool, ne, weil es so Samurai-mäßig ist. Der sieht auch cool aus. Aber was jetzt so ein richtiges Favoritpal für mich wäre, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Ne? Habe ich so... Das könnte ich aber auch bei Pokémon nicht, ne? Ich habe so... ja, wobei bei Pokémon, wenn ich meine Top 3 Pokémon sagen müsste, dann wäre... Ich könnte nicht Platz 1 nehmen, aber wahrscheinlich wäre Platz 1 Lucario. Platz 2 wäre Brutalanda. Und Platz 3 wäre schon schwierig. Kangama vielleicht. Weil der hat, als ich noch Kind war, habe ich mit Kangama Level 100 gemacht. Ich habe nur Kangama gespielt.
Ich habe mit dem alleine alles gemacht. Ja, aber so Lucario und Brutalanda, das sind so meine zwei Lieblings. Garados finde ich auch immer cool, würde ich jetzt aber nicht unter die Top 3 nennen. Und wenn mir das schon bei Pokémon schwerfällt, dann muss ich hier erstmal Erfahrungen sammeln. So, wir können mal nach den Eiern gucken. Hier, du kannst ja mal reingehen, ne? Kannst du drinnen arbeiten. Die Eier sind noch nicht ready. Aber ich pack schon mal zwei Eier rein. Machen wir zwei gewöhnliche, ne? Ach, ich habe ja jetzt eine Knarre. Der macht voll die Wassergeräusche, dieser Wobbler da. Wob. 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 Was muss ich eigentlich jetzt mal zum Upgraden? Ist für mich ja jetzt auch wieder zwei Wochen her. Hatte ich die schon sortiert? Ja. Doch warum ist der dann hier nicht in der Liste drin? Hm, wahrscheinlich, weil ich die hier im Team habe, ne? Ich habe die ja so spezialisiert. Ich habe keinen reinen Feuer, der mehr als in Feuer als zwei hat. Elektro auch noch nicht. In Eis auch noch nicht. Ich habe auch keinen Sammler 3. Ich habe auch keinen Holzfäller 3. Okay, mir fehlen doch noch einige. Gut. Ich brauche noch ein paar Elektrodrüsen. Jetzt fehlt mir schon wieder Stoff und Metallbahn. Okay, Stoff fehlt schon mal nicht mehr. Wo ist denn mein Viech schon wieder? Arbeit ist jetzt hier. Ach, der macht Muni. So, reparieren. Reparieren. Und hierfür brauche ich Elektro. Das heißt, ich muss ein paar Elektroviecher platt machen. Ah ja, genau. Ich war ja auch hier dabei zu bauen für den Raum. Einmal eine Kühlung und eine Heizung. Tomatenacker habe ich, glaube ich, schon mal gebaut, oder? Ja, ein Weizen, ein Tomaten. Einmal Beeren. So, Eiskühler könnte ich schon bauen. Dann machen wir hier mal eiskalt. Stellen wir den schön mal in die Ecke. Wieso kann ich den hier nicht bauen? Okay, hier passt da rein. So, dann eine Heizung. Die Heizung machen wir dann hier rein.
Es muss halt gekühlt und beheizt werden. Ich muss auch noch die luxuriöse heiße Quelle bauen. Machen wir mal hier hinten. Ich sehe den Radius nicht. Hier. Machen wir mal dahin. Dann kann man da auch noch hingehen. Ohne Probleme. So, Generator. Ich glaube, diese Produktion will ich auf eine obere Etage bauen. Aber ich meine, wir hätten das letzte Mal probiert. Ich kann keine obere Etage aus irgendeinem Grund bauen. Ah. Okay. Das geht also doch. Wenn man es zumindest so an so eine Wand macht. Dann geht das. So, hier hätten wir ein olympisches Feuer. Jetzt habe ich natürlich keine Feuerdrüsen mehr. Die muss ich auch noch farmen. So, aber einmal einen Brutkasten hierfür. So, und dann nochmal einen Brutkasten hier. Es hilft einfach keiner, ne? Muss ich das halt alleine machen. Dann testen wir das auch direkt mal. Die beiden sind wahrscheinlich auch fertig, oder? Nee. Aber der... Ein Nox. So, ein heißes nehmen wir mit. Ein gefrorenes. Hier kommt ein normales rein. So, du kommst mal zurück. Deine Mission ist es jetzt, hier zu heizen. Wir machen hier ein Feuerviech hin. Müsste doch jetzt hier warm werden. Oder muss die Tür dafür zu sein? Ist es ein Dach drüber? Irgendwie funktioniert die Heizung nicht. Etwas kühl. Wir haben hier einen Raum. Die Tür ist zu. Es ist ein Dach drauf. Ha. Ich habe gerade keinen, der frieren kann. Dann muss ich mal den Pinguin holen. Wenn ich ihn finde. So, komm mal mit. Vielleicht dauert das ja ein bisschen. So, einmal da arbeiten. Hey. Hey.
Komm mit. Ist immer noch 50%. Hier. Arbeite an Kühlung. Der ist wahrscheinlich zu fett. Arbeite an Kühlung, los. Zuweisung Eiskühler erfolgreich. Und dann macht er doch was anderes. Tja. Das ist ein bisschen schade, weil... Okay, also warum wärmt er jetzt nicht? Oh, kann es sein, dass einer nicht reicht? Ach, krass. Da war vorher null. Ist nicht sehr hoch. Okay, das heißt, ich werde wahrscheinlich bessere Heizung benötigen. Also vorher war es Bruttempo 0 und wenn einer heizt, dann haben wir Bruttempo 50. Also es funktioniert doch. Er will nicht daran arbeiten, woran ich will, dass er arbeitet. Nehmen wir mal Pistole rein. Ich brauche mehr Slots. Alter, ist die riesig. Bei den Kommentaren. Wäre doch scheiße, wenn dein Flugtier schneller als dein Reittier wäre. Dann würdest du ja niemals mehr als das Reittier benutzen, glaube ich. Ich kann verstehen, was du meinst, aber das stimmt ja nicht, weil die Reittiere haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten. Und die ja nutzen können. Aber da gibt es eine Sache, die beides auskontert. Das Reittier und das Flugtier. Denn man ist tatsächlich am schnellsten ohne das. Am schnellsten ist man nämlich mit dem Greifhaken, wenn man es drauf hat, ne? Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. So ist man am schnellsten.
Und dann kann man, wenn man so einen Weg nach unten hat, kann man dann so richtig wegsliden. Aber wenn wir gerade schon mal hier sind. Ach, das ist so ein Babyboss. Nehmen wir mal mit. Können wir die Knarre testen? Ich bin halt in dem Movement noch nicht so gut, aber ich habe da schon Videos gesehen. Da dachte ich so, oh, krass. Hier, mach die mal platt. Oh. Ja. Boah, der teleportet sich einfach. So, weiter im Text. Ist der riesig, die zweite Basis? Kannst du auch eine weitere Etage oben drauf bauen, mit Balkon vielleicht? Ja, das war ja am Anfang schon der Plan. Das hat ja dann nicht geklappt mit den Treppen, aber doch, Treppen können wir doch machen. Also ja, ist geplant, weil da oben soll nämlich die Automatisierung hin. Habe ich mir zumindest so gedacht. Weil ich habe ja draußen nicht mehr so viel Platz. So. Sehr cooler Grundriss. Vielen Dank. Ein U. Oder so ähnlich. Hab ich schon gedacht, wenn die noch zuguckt, da kannst du ja kein einfaches Viereck nehmen. Ich habe nicht viel Muni, deswegen will ich die nicht so ganz verschwenden. Ich würde gerne diesen purpurnen Blitz mal testen. Der ist echt stark. Gut, die waren jetzt nicht gerade stark. Der purpurne Blitz ist auch sehr schnell wieder aufgeladen. Komm, Baum. Verdammt. Oh, scheint doch Ende des Dungeons zu sein. Wenn ich das hier richtig sehe. Mal gucken, was wir hier haben. Oh! Den würde ich gerne fangen. Feuer einstellen. Komm mal raus. Erst die Kleinen fangen. Hey. Aua. Ja. Aua. Aua. Macht auch richtig viel Schaden, die Kanone. Okay.
Okay. Ich dachte für eine Sekunde, ich verliere Dingens. Gucken, ob ich ihn betäuben kann. Ich glaube nicht, weil er selber Elektro ist. Aber die Knarre ist echt gut. Ich muss noch zwei von diesen Jordlern fangen. Also die Blaupausen hier sind echt scheiße, ne? Vielleicht kann ich die verkaufen. Ah, verkackt. Immer schön die Elektrodrüsen sammeln. Okay, der Felbert gehört uns. Was macht der denn da draußen? Ja gut, der hat halt nichts zu tun, solange keine Medizin gibt, ne? So, sortieren wir mal. Hierfür haben wir nichts. Irgendwie funktioniert die Holzkohle nicht. Ich mach die mal weg. Die hat irgendwie nicht weitergearbeitet. Und der transportiert. Aber irgendwie scheint der auch irgendwo festzuhängen. Hier wird einfach nicht gekühlt. So, Schwefel rein, die rein. Der hier rein, der da rein. Hier sind Blueprints und Dingens drin. So, den tun wir mal verticken. Armbrust weg. Fellrüstung weg. 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 Halterbogen weg. Wir behalten nur noch gute. So, die kommen alle weg. Komm mal rum hier. Oh, Sekunde. Einmal die Viecher. Oh.
haben wir bald alle Eier wieder eingesammelt. Da würdet noch mal Zeit. Etwas kühl, sehr kalt. Oh, noch eins von denen. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Ich habe noch einen von diesen Pinguinen bekommen. Ein Nox. Haben wir hier schon hier der Pinguin? Ich mache ihn mal hier rein. So, hier haben wir einen Boss. Der ist ein cooler Typ. Minus Feuerschaden, aber weil der ein Alpha ist, ist der wahrscheinlich so stärker. Deswegen tauschen wir den mal. Die können wir auch upgraden, das heißt, die vier werden wir opfern zum Upgraden. Ich habe hier noch so einen Bombentyp. Der ist aber eher so ein Festungskommandant. Der Wolf kann weg. Ein Motivationscoach. Selbstzerstörerisch. Der kann nicht so viel arbeiten. Aber er ist ein Motivationscoach. Tauschen wir. Der endlose Magensweh. So, den Yoltok hier werden wir upgraden. So, schön wegentsaftet. Drei im Besitz. Ja. Von den Bombenvögeln brauche ich auch noch mehr. Kann ich den auch mal upgraden? Ich muss sie auf jeden Fall mal besser sortieren hier. Der Bombenvogel lasse ich mal hier unten, weil der soll ja geupgradet werden. Die können alle weg. Von denen nutze ich keinen. Dann sollen wir den Bombenvogel hier hin. So, komm mal her. Wir fliegen mal kurz. Hallo. Einmal kurz zu denen. Was bist du denn? Ist noch einer. Shit. Naja, passiert. Ha.
Bleib drin! Dann muss ich halt den Ball nehmen. Versuch was wert. Verfressen und fragil. Aber hey, neues Viech. Immer gut. Ein Relaxosaurus oder so. Moin. Ja, hast du irgendwelche guten Viecher? Nee. Oh. Ein von denen. Hat er ja doch einen von den fortgeschrittenen Viecher. So, die werden alle vertickt. Alle weg. Tschüss. So, ich wollte Blueprints verkaufen. Hast du denn irgendwas Interessantes für mich? Nee. Aber ich habe doch was Interessantes für dich. Oh, die Blueprints sind sehr viel wert. Das ist gut. Dabei waren das nur Müll-Blueprints. Aber hey, für jeden ist was anderes Müll, ne? So, haben wir hier alles erkundet? Das sieht doch verdächtig aus hier. Diese Landzunge gucken wir uns nochmal an. Da ist bestimmt noch was, was ich noch nicht eingesammelt habe. Das Cremi ist irgendwie groß. Eine Truhe. Mehr Elektrodrüsen, danke. Diese Spitze sieht doch viel zu verdächtig aus. Hier muss doch irgendwas sein. Wasserdrüse kann man bestimmt auch hier brauchen. Einfach nichts. Das sieht echt wie ein großes mechanisches Ding aus. Ein abgestürztes Raumschiff oder so. Wir haben noch hier einen Boss. Den wir noch nicht gemacht haben. Müssen wir mal gucken, welches Level das ist. Bald können wir ja auch das Mammut machen. Ah, noch ein paar von denen. Ja, mit den Elektrodrüsen. Was zum... Komm zurück. Feuerhauch gelernt. Hey, bleib stehen. Du musst ja auch wirklich gut zielen, du. Erwischt.
Guck mal, ich war ja letztens oben lang gegangen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch noch irgendwas versteckt ist. Ist das eine Truhe? Nö. Dachte ich zuerst. Guck mal, hier könnte auch noch ein Dungeon sein. Tatsache. Es ist aber ein kleiner Dungeon. Ja, komm, was soll der Geiz? Vielleicht haben wir da wieder Voltoball oder so. Der Volto-Igel. Wenn wir Glück haben, haben wir was Cooleres. So, wir nehmen wieder Schwefel mit. Ich tu mal das Betäubungsding raus. Irgendwie ist das nicht so der Bringer. Eisen nehme nicht mit. Gut. Oh nice, das ist ja eigentlich wie die Fähigkeit von dem Viech. Ja. Ich will eigentlich direkt zum Boss. Risiko. Welcher Weg dahin führt. Auch noch fangen. Rutsch. Autsch. Mal hier den Kleinkram wegholen. Nein! Oh shit, jetzt habe ich ihn gekillt. Naja, was soll der Geiz? Munitionsverschwendung. Munition ist teuer. Ah, zu früh. Ich muss mal gucken, wie ich Kuchen herstelle. Feuerfeste Unterwäsche. Das ist ja interessant. So, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ein wiedergeborener Typ. Okay, den gucken wir uns noch an. Was schaust du mich so an, als hättest du was verbrochen? Keine Sorge, ich bin kein Polizist mehr. Ich wurde bei der Arbeit von einem Laster überfahren und dachte schon, das wär's. Aber dann wachte ich plötzlich auf dieser Insel auf. Als ich tot war, betete ich zu Gott, könnte ich doch nur eine letzte Pizza futtern. Und jetzt kann ich Pizza aus meinen Händen zaubern. Krasser Cheat, oder? Pizza hier, bedien dich.
Danke. Das ist echt ziemlich nice. Für dich. In einer anderen Welt wiedergeboren. Direkt weg, Isekai. Ich wollte ja die Folge so nennen, aber dann beschweren sich nachher Leute, weil ich die Folge so genannt habe. Wenn ganz am Ende das wäre. Ist hier direkt der nächste Dungeon? Direkt der nächste Dungeon. Gehen wir in der nächsten Folge nochmal rein. Also bis dann. Ciao!